Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und könnt ihr mir mal erklären, warum die Kröte, gefühlt zumindest, warum die größten Bobs immer Sniper spielen? Das ist in jedem Game so. Wie viele Sniper hat man in Bad Company schon gesehen, die am Arsch der Map rumgestanden haben und einfach nur versucht haben, irgendwelche geilen Longshots sonst was zu machen? Dann gibt es in Call of Duty diese geilen Search and Destroy Trickshot Typen, dann hast du in Overwatch, ich hatte sogar in Overwatch letztens einen Vierer, ohne Scheiß, einen Vierer Widowmaker-Team. Wie viele Leute hast du in CSGO, die sich eine AWP kaufen und Kackblassen Schimmer haben, wie sie damit umgehen müssen? Warum spielen denn die ganzen Bobs immer Sniper? Ich verstehe es nicht. Das ist eine Sache, die frage ich mich schon seit, ich weiß nicht, seit ich angefangen habe, Shooter zu spielen. Alle Bobs spielen Sniper. Es heißt nicht, dass jeder Sniper ein Bob ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Klassen ziehen immer besonders viele Volldeppen an. Und das können ganz verschiedene Leute sind. Einmal welche, die wirklich nicht spielen können, die sich denken, hey, dann setze ich mich lieber an Arsch der Map und sniper ein bisschen vor mich hin. Dann hast du Leute, die ihre krasse Solo-Sniper-Action machen wollen, halt so nach dem Motto, 10 Minuten am Stück durch den Scope gucken. Dann hast du welche, die einfach komplett auf das Objective scheißen, wo dann 5 Sniper ums M-Kommen in Battlefield Rush. Rush ist eh der schlimmste Spielmodus, wo gesniped wird in Battlefield. Um das M-Kommen rumstehen. Und das M-Com piepst und blinkt und macht so, hilf, ich explodier gleich, explodier gleich. Der Sniper so, jetzt erstmal noch die nächste Kugel in den Lauf einführen. Jetzt Moment mal den Hebel vor und zurück. Jetzt schön in das Scope gehen und jetzt warten wir. Das M-Com ist daneben, piep, 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 ich geh kaputt, ich geh kaputt. Jetzt legen wir erstmal an, wo kommen denn die Gegner hierher? Ich bin nämlich der geile Ultra-Sniper, ich snipe euch jetzt ab. Bam, M-Com in die Luft geflogen, Sniper steht direkt daneben. Oh, was war denn das für eine Explosion? Links neben mir, da hat doch tatsächlich jemand das M-Com zerstört. Ja, solche Leute hast du. Das ist absoluter Wahnsinn. Und nachdem ich gestern war, wirklich wieder der Tag schlechthin. Ich habe angefangen, mich morgens eingeloggt, habe ich mir gedacht, komm, futterst was, spielst mal in Ruhe Runde Bad Company 2. Was hast du? Rush gehabt, Sniper, sonst wo Valparaiso. Rumgehockt den ganzen Tag auf dem Leuchtturm oder was das ist. Ich weiß bis heute nicht mal, was das sein soll. Ihr wisst, ne, der Turm da halt an der Seite. Rumgehockt, das halbe Team, 5 Sniper. Wobei, ne, das halbe Team, egal, viel. Ein Drittel vom Team Sniper sitzen rum. Danach habe ich mich in Overwatch eingeloggt. Da hatte ich tatsächlich ein Vierer Widowmaker-Game. Wie soll denn das funktionieren? Und ich wette mit euch, hätte ich mich gestern mal aus Spaß an der Freude wieder in CSGO eingeloggt, hätte ich irgendwelche AWP-Typen gehabt, die wild rumgesprungen sind. Und meinen Sie, wenn hier der nächste JW oder Dings hier, Guardian, was auch immer, und hätten nichts getroffen. Und was ich mich frage ist, warum zieht das die ganzen Bobs an? Ich habe da ja so meine Theorie. Erstens meine Theorie generell zu Snipern, die man auf fast alle Games übertragen kann. Zumindest sagt das meine Erfahrung, die ich die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre im Shooter-Spielen gesammelt habe. Das Team mit mehr Snipern, oder sagen wir anders, da, umso mehr Sniper im eigenen Team, umso mehr kriegt man auf den Sack. Das stimmt nicht jedes Game. Das heißt nicht, dass man Sniper nicht gescheit spielen kann, sondern so im Durchschnitt betrachtet, kriegt das Team mit mehr Snipern, egal in welchem Multiplayer-Shooter, auf den Sack. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jetzt ist natürlich die Sache die, es heißt nicht automatisch, dass jeder, der Sniper spielt, automatisch schlecht ist. Man guckt sich mal Bad Company 2 an, der Sniper oder der Recon, muss man der Fairness halber sagen, in dem Game, ist, behaupte ich jetzt einfach mal, die stärkste Klasse, die es gibt. Und auch in Battlefield 3 und Battlefield 4 ist der Sniper jetzt bestimmt nicht die beste Klasse und auch weit davon entfernt, wirklich in Massen effektiv zu sein. Allerdings können damit Einzelspieler auch für das Team spielen, vor allem mit Spawn-Beacons und sonst was in der Richtung, wo man was machen kann. Die Frage ist bloß, irgendwie macht es einfach keiner. Die sitzen dann sonst wo hinten rum und snipern sich ab. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an die ganze Call of Duty, Quickscope, sonst was Welle, wo sie sich damals alle geflamed haben. Das war auch richtig geil. Die Sniper unter sich, wo die sich geflamed haben. Nein, 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 das war, ich habe wissenschaftliche Analysen durchgeführt. Bei diesem Video handelt es sich definitiv nicht um einen Quickscope, denn ich habe die Zeit gemessen und es waren mehr als 0,5 Sekunden im Scope. Das heißt, du bist ein scheiß Hardscope-Noob. Da könnt ihr euch vielleicht auch noch dran erinnern. Wo haben sich die Sniper gegenseitig angeflamed? Aber eins hatten sie alle gemein, egal ob der krasse, geile, rumge-Quickscope-Typ und der Typ, der einfach die ganze Zeit Hardscope geschimmelt hat oder ob der jetzt geswiffer-scoped, gestrixty-scoped, was weiß ich noch alles gescoped hat. In der Regel haben sie eben nicht den
Modus gespielt und auch überhaupt nicht für das Team gespielt. Und das machen die meisten Sniper so. Man könnte in einem Bad Company 2 mit einem Team, das zur Hälfte aus Sniper besteht, so übelst abrocken. Das ist die beste Offensivklasse eigentlich in dem Game. Und ich behaupte auch mal, in Overwatch und in CS, wenn du wirklich Leute hast, die gut spielen können, kannst du mit einem 4er AWP-Team alles bashen. Hat oder auch einer auf Twitter geschrieben. Vollkommen klar, natürlich geht das. Die meisten kriegen es bloß irgendwie nicht hin. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die nichts hinkriegen, werden automatisch irgendwie zur Sniper-Klasse gezogen. Warum? Sagt mir mal, Leute, sagt mir, warum ist das so? Warum ziehen Sniper-Klassen oder Klassen, die snipern können? In Battlefield ist es ja der Recon, der ist nicht zwangsläufig Sniper. Wobei ich da auch schon viele Diskussionen geführt habe, ob denn es der Recon Sniper ist oder nicht. Und ich sage, nein, der Recon ist nicht Sniper, der Recon ist Aufklärer. Man kann den Recon auch offensiv spielen und man muss nicht sonst wo sitzen. Aber warum werden denn Leute, die irgendwie sonst nichts hinkriegen, so oft wählen die Sniper-Klasse? Ich verstehe das nicht. Weil man dann hinten sitzen kann und irgendwie ein bisschen mehr safe ist und man sich in Ruhe das Spiel. Ich weiß es nicht. Warum? Sagt's mir, Leute. Erklärt mir es mal. Es gibt wirklich so Sachen, die gar nicht einfach nicht nachvollziehen. Warum ist das so? Oder warum meint ihr, dass das so ist? Oder sagt ihr, das ist überhaupt nicht so? Ich verstehe es nicht. Also ich bin mittlerweile echt auf dem Punkt, wenn ich in manchen Games sehe, dass man die Hälfte des Teams, oder sagen wir ein Drittel, das ist so die Grenze, ja, ab da, wo es anfängt, echt, ein Drittel ist schon zu viel, das ist schon viel, viel zu viel. Zwei, drei gute Sniper in einem Team, die Sniper, die nicht Recon offensiv spielen, okay, du kannst die Gegner spotten, du kannst das Team in gewisser, aber nicht mit mehr. Und wenn ich sehe, dass quasi schon an die Hälfte des Teams, ein Drittel des Teams Recon ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann mache ich das, was ich in meinem letzten Motivations-Gaming-Video, was auch immer, gesagt habe. Ich rage-quitte teilweise. Ich gehe einfach raus, weil es mir auf den Keks geht. Es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und ich gehe mal stark von aus, viele sind ja auch Quickscope 360-Anhänger. Naja, wenn man das unter sich macht, ist ja vollkommen in Ordnung. Es muss einem allerdings im Klaren sein, dass man irgendwie meistens, wenn man da auch mal ehrlich ist, eher an den eigenen krassen Sniper-Fun denkt, anstatt dass das Team die Runde gewinnt. Und das scheint mir irgendwie bei den meisten Sniper und Spieler so auch ein bisschen die Einstellung zu sein. So nach dem Motto, möglichst ihre krasse One-Man-Sniper-Show durchziehen. So, jetzt war mal Schluss, jetzt habe ich ein bisschen drüber aufgeregt. Es ging heute Morgen nämlich schon wieder gut los in der Richtung. Deswegen habe ich das auch auf Twitter geschrieben. Ihr könnt mir mal eure Meinung zu diesem Thema posten. Jetzt machen wir an der Stelle Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah, ich habe es mal geschafft, ein Video unter 10 Minuten. Unglaublich. Ach ja, ihr könnt natürlich auch bei meinem G2A-Link vorbeigucken, wenn ihr auf der Suche nach günstigen PC-Spielen seid. Gibt es bestimmt auch genug Spiele, wo man Sniper-Action machen kann. Es gibt ja tatsächlich sogar komplette einzelne Sniper-Games. Wobei das in gewisser Weise ja in Ordnung ist, weil da ist der Inhalt des Games halt Snipern. Ja, ich weiß nicht, die könnten sowas eigentlich mal in den Camping-Simulator 2016 einbauen. Einfach, dass du anstatt in der Hütte sitzt oder im Zelt sitzt, dass du dir noch eine Sniper nebenbei dahin legen kannst. Egal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.